Hallo Leute und willkommen zu Let's Survive War Z. Und wir sind dabei, trotz der Warnung des Survival Guides, in die Stadt zu gehen, in Smallville oder eher in dieses Dorf. Und deswegen habe ich hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Wow, da schießt jemand. Es könnte natürlich sein, dass wir uns jederzeit verteidigen müssen. Und deswegen habe ich hier ein paar Sachen vorbereitet. Ich gucke gerade noch mal ganz schnell durch, was man. Ja, ich glaube, das hatten wir schon. Nee, das hatten wir noch nicht. Das war noch nicht meine erste Aufnahme. Allgemeine Regeln, wenn es um Verteidigen geht, wenn ich Sachen analysiere, muss gleich ganz schnell gehen. Erstens, gibt es eine Mauer, einen Zaun oder eine andere Begrenzung? Wie viele potenzielle Ein- und Ausgänge gibt es? Können die Leute in deiner Gruppe jeden Zaun und Eingang gleichzeitig verteidigen? Gibt es einen sekundären Verteidigungsposition? Mehrere Stockwerke oder einen Dachboden? Moment. So. Gibt es einen sekundären. Ja, kann das Gebäude gesichert werden? Gibt es einen potenziellen Fluchtweg? Wie sieht die Nachschubsituation aus? Gibt es eine Wasserleitung? Sind Waffen und Werkzeuge verfügbar, falls erforderlich? Ist Material vorhanden, um die Eingänge zu verstärken? Wie sieht es mit Kommunikationsmitteln aus? Telefon, Funk, Internet? Wenn diese Faktoren alle gegeben sind, wie lange kannst du und deine Gruppe eine Belagerung überstehen? Das werden wir gucken. Ich hoffe, es kommt nicht zu einer Belagerung in diesem Dorf. Wobei, wenn wir da schon Schüsse gehört haben, ist es eher unsicher, dorthin zu gehen, aber ich weiß nicht, ob wir das wagen. Zumindest für so ein paar Sachen, damit wir unsere Reise sicher weiterführen können. Sollen wir nicht? Bis zu dem Stein da hinten, dann werde ich versuchen, mich anzuschleichen. Ach so, nee. Nicht kauern, sondern hocken, okay. Ganz vorsichtig. Im Schutze der Nacht versuchen wir uns hier zu bewegen. Ist echt gefährlich. Natürlich denken sich das auch andere Überlebende. Zombies denken ja nicht. Sie handeln. Verdammt. Ich bin auch schon wieder gerade sowas von unvorsichtig. Okay, ein einzelnes Haus, zweistöckig. Keine gute Chance hier zu bleiben. Wir analysieren erstmal die Gegend. Da drüben sind Häuser, das ist ein Fabrikgebäude. Okay. Da hinten fallen mir ein paar zu viele Schüsse. Ich orientiere mich nochmal auf der Karte. Gut, wie kommen wir aus diesem Dorf raus? Wie kommen wir hier raus? Ich glaube nämlich, die Schüsse kommen vom Norden. Okay. Dann ist ein Zombie. Wechsel trotzdem die Seitenstraße. Die Straßenseite. Ein Haus. Ich ass. Gut. Was zu essen? Noch mehr zu essen? Okay. Okay, komm.
Also jetzt wär's mal... Ha! Unser erster toter Zombie. Nein! Ja, da haben wir uns nicht an die Regeln gehalten, verdammt. Naja, zumindest haben wir einen Zombie töten können mit einer Axt. Deswegen werde ich mal gucken, was ich jetzt hier vorlesen kann, um ein bisschen Zeit zu überbringen, zu brücken. Was ist das? Das ist ganz interessant. Über den Angriff. Wäre jetzt ganz interessant, nachdem wir jetzt gerade einen Angriff hinter uns haben. Die allgemeinen Regeln. Kollektive Reaktion. Wie bei jeder anderen Art von Kampf auch, sollte der Kampf gegen die Untoten niemals ein Solo-Unternehmen sein. Ja. Gut, zu spät. Wie schon einmal erwähnt, ich speziell amerikanischen Kultur den Mythos des individuellen Überlebens. Ein Mann oder eine Frau, gut bewaffnet und bestens ausgebildet mit Nerven aus Stahl, kann die Welt erobern. Moment. Er ist tot. Oh, in 30 Minuten kann man ihn wiederbeleben. Okay. Dann, ich glaube, der letzte, dann belebe ich mal den hier wieder. Samsavel. Inventory, hier sieht man noch Double Barrel als Waffe. So ein paar Sachen, die ich noch im großen Inventar habe. Und dann legen wir auch schon los. Quick Join. Gut, dann machen wir weiter mit kollektive Reaktion. Wer das glaubt, sollte sich einfach nackt ausziehen, brüllen zu den Untoten laufen und sich dort auf ein silbernes Tablett legen. Wenn du alleine losziehst, gehst du mit Sicherheit mit in den Tod und könntest dadurch dafür sorgen, dass ein weiterer Zombie entsteht. Zusammenarbeit hat sich als einzige erfolgreiche Strategie erwiesen, eine Armee von Untoten auszulöschen. Wahre Disziplin. Wenn du sonst nichts aus diesem Kapitel lernst, wenn dir konkrete Bewaffnung, Ausrüstung, Kommunikation und Taktik eine alberne Zeitvergeudung zu sein scheint, wenn du nur ein einziges Werkzeug mit dem Kampf gegen die lebenden Untoten nehmen möchtest, dann sollte das eiserne, unerschütterliche Disziplin sein. Eine diszipliniertere Gruppe kann ganz gleich, wie ihre zahlenmäßige Stärke aussieht, unendlich viel mehr Schaden an einem untoten Feind anrichten, als ein gut bewaffneter Mob. Da dieses Buch für Zivilisten geschrieben wurde, nicht für Militärpersonal, dürfte es schwer sein, Disziplin dieses Kalibers zu finden. Wenn du dein Team auswählst, achte darauf, dass die Männer und Frauen unter deinem Kommando deine Befehle verstehen. Benutze eine klare, knappe Sprache. Greife nicht auf Militäre, die deiner Bedeutung vertraut sind. Okay. Wenn wir das nächste Mal weiter... Gucken wir uns mal weiter hier um. Wir sind... Wow. Richtung Smallville. Ich hoffe, das könnte sogar vielleicht der gleiche Server sein. Weiß ich nicht. Ups. Ich habe nichts gesehen. Ja, dann gehen wir jetzt mal hier querfeld ein und hoffen, dass wir mal wieder gut überleben und noch besser über die Runden kommen. Mit dem Zombie Survival Guide natürlich, ja, ein bisschen blöde, dass wir da schon wieder gestorben sind, aber selber schuld. Ich bin das Risiko eingegangen. Tja. Ja, Border City will ich nicht. Ich muss gerade mal kurz überlegen. Naja, ich gehe mal gequäffelt ein und hoffe, dass ich irgendwas finde, was nützlich ist. Boah, dieses Reden, vor allem dieses Vorlesen, dieses viele Reden und das Vorlesen. Da kriegt man so trocken, also da trocknet man so aus. Ich hab so einen Durst, muss gleich erstmal was trinken wieder. So. Naja, jetzt wissen wir zumindest, blöde Idee, wenn ich sage, ich bin mir schon unsicher und weiß, dass der Zombie Survival Guide es verbietet oder es nicht empfiehlt, in eine Stadt zu gehen, wo Zombies sind. Und wenn schon geschossen wird, sollte man auch flüchten. Ja.
Okay. Ich höre nur die Wölfe im Hintergrund, die jaulen, vor Hunger wahrscheinlich. Tja, heute gibt's nichts zu futtern. Bei Muttern, was für ein schlechtes Wortspiel, wenn es eins sein sollte. So. Die Base kann ich auch vergessen ohne Waffen. Aber zumindest haben wir einen Zombie getötet bekommen, das ist schon mal... Und haben 5 Experience Points bekommen. Soll ja wohl noch Skill Trees, glaube ich, geben. Ja. Soll. Das Spiel entwickelt sich leider echt langsam. Das ist, glaube ich, immer noch in einer unfertigen Version. Ja. Leider. Und wir haben ja gerade gar nichts mehr. Ja, ich glaube, ich gehe doch mal da oben Richtung Militärbasis. Bringt ja nichts. Oh, ich will meinen Hackeball wieder. Das war cool. Unten sind nur Leute, lauter Bäume. Leute, Bäume. Nicht fallen. Ganz ruhig. Sam. Ganz ruhig, Sam. Oh, bin ich müde. So. Ja, es macht hier schon so ein bisschen müde, wenn man so sieht, ein bisschen... Wie dunkel es ist hier. Dieser leichte Nebel, der zwischen den Bäumen aufsteigt. Eine leichte Brise. Es könnte an jeder Ecke ein Zombie uns erwarten. Oder Wölfe. Die hören nämlich gar nicht mehr auf zu wüten. Put. Keine Angst. Aber ich muss sagen, ich fühle mich sicherer in WarZ, wenn ich, wenn es dunkel ist, als am Tag. Am Tag, muss ich ehrlich sagen, bin ich so ein bisschen nur viel, viel skeptischer. Okay. Da wäre halt auch nicht schlecht, ne? Da sind wir aber auch schon 3000 Mal gestorben. Ich bin auch mal gespannt, wie die anderen Karten so werden. Ist ja auch sehr spannend zu sehen. Ich finde halt immer schade, wenn man so Screenshots, oder in Anführungszeichen, stellt es euch mal vor, Anführungszeichen, Bilder hier aus WarZ mit den Karten, da gibt es ja wirklich Sachen, die finde ich, ich weiß nicht, wenn die kommen, sind die ja ganz cool, aber die jetzt schon anzupreisen, wertet das Spiel zu einer Qualität, die es noch nicht, welches es noch nicht erreicht hat. Und ob es es erreicht, ist auch eine Sache, wo man noch ein bisschen dran zweifelt, muss ich ja ehrlich sagen. Ja, und heute habe ich das Let's Play von Snapshot beendet. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Parts es gibt, aber leicht über 20. War ganz nett und es ging am Ende doch schneller vorbei, als ich dachte. So, die letzten Level habe ich mir ein bisschen aufgeschoben. Ich hatte halt noch viele und habe die nacheinander hochgeladen pro Tag halt. Ja, und dann plötzlich merke ich, oh, okay. Spiele hab's durch. Ist mir leider bei den letzten Malen immer wieder abgestürzt. Aber gut, musste ich dann schneiden, habe ich vorhin geschnitten. Die letzten Folgen sind geschnitten und fertig. Ich warte hier halt, bis wir die alle hochgeladen sind. Das nächste Projekt ist auch schon in Planung. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich freue mich echt drauf. Die nächsten 2-3 Projekte, boah, da muss ich ja noch so auf Orcs and Man benden, boah, das wird der Hammer. Und ich habe auch mal wieder Lust, FTL zu spielen, Faster Than Light. Was so ja mein erstes Let's Play hier war und
Ja, der Anfang ist echt scheiße. Also ich muss sagen, mir gefallen die ersten Folgen selber nicht so richtig, aber ich denke, es war halt so der Einstieg und möchte ich jetzt nicht kaputt machen. Okay. Ich würde mal sagen, wir sind gerade mal wieder vom Server geflogen. Werde mich dann jetzt auch mal verabschieden. Danke. Bedanke mich mal wieder fürs Zusehen. Wir sehen das nächste Mal uns wieder auf einem Server. Danke. Ciao.